Von Glitches, die sich unsterblich machen, zu Minecraft-Hacks, die dir einen richtig unfairen Vorteil verschaffen. Heute ist wieder alles mit dabei, denn hier sind 66 Minecraft-Hacks, die du nicht glauben wirst. Falls ich beim nächsten Mal einfach mal 100 Minecraft-Hacks testen soll, dann einfach ein Abo da lassen, ist für euch einklicken, für mich eine große Unterstützung. Und schreibt mir mal den krassesten Glitch in die Kommentare, den ihr mal hattet. Ich beispielsweise habe immer damals früher einen Duplikaten-Glitch genutzt in der Minecraft-Handy-Version. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Dass Lava und Wasser in Minecraft nicht aufeinandertreffen sollten, ist, denke ich, mal jedem von uns bekannt, denn sonst entsteht eigentlich immer Obsidian oder Cobblestone, doch das ist nicht in jeder Situation so. Denn wenn wir uns jetzt einfach mal ein Cauldron nehmen, also einen Kessel, und uns einfach mal unter die Meeresoberfläche begeben, dann können wir tatsächlich hier immer noch Kessel reinsetzen, was ja eigentlich an sich schon mal nicht sein kann, denn es müsste ja eigentlich entweder blockiert sein oder Obsidianblöcke sollten erscheinen. Und das ist aber nicht das Verrückte, denn das Verrückte ist tatsächlich, dass sie immer noch so funktionieren. Wenn ich mich jetzt nämlich in einen Kessel begebe, kann ich immer noch an der Lava sterben, auch wenn ich diesen Brenneffekt nicht mehr habe, werde ich trotzdem an dem Schwimmen in Lava sterben. Was eigentlich meiner Meinung nach sinnfrei ist, oder was sagt ihr? Wenn ihr auf einem Minecraft-Server spielt, dann könnt ihr was richtig Cooles probieren. Würdest du sagen, ich bin gerade in einem Boot? Wahrscheinlich würdest du jetzt sagen, ich bin nicht in einem Boot. Und wenn du auf meinem Bildschirm guckst, dann ist das auch richtig. Jedoch ist das, was den Server angeht, das falsch. Denn bei diesem Server befinde ich mich doch im Boot. Doch wie geht das eigentlich? Wenn man nämlich sich auf das Boot stellt und die ganze Zeit rechtsklickt und shiftet, dann wird man die ganze Zeit raus teleportiert und rein teleportiert. Doch was ist jetzt das Gute daran? Denn es gibt einen Glitch, dass, wenn wir das oft genug machen und ein wenig Glück haben, dass wir tatsächlich uns zwar frei bewegen können und auch Blöcke platzieren können, doch auf dem Server uns noch in dem Boot befinden. Das heißt also, wir haben immer noch die Eigenschaften, als wären wir in einem Boot. Wie zum Beispiel, dass wir einfach keinen Fallschaden bekommen könnten, wenn ich jetzt von hier oben runterspringe. Denn prinzipiell bin ich ja noch in diesem Boot geladen auf diesem Server. Das Ganze geht in der Einzelspielerwelt nicht. Denn wenn ich mir jetzt ein Survival setze und runterspringe, werdet ihr sehen, dass ich keinen Fallschaden erleide. Und das Beste daran ist, ich kann hier trotzdem alles machen, als wäre nie was gewesen. Und selbst wenn ich jetzt irgendwas habe hier, zum Beispiel kurz vorm Sterben bin oder beispielsweise ein anderer Spieler mich angreift, dann kann ich einfach sneaken und bin automatisch im Boot wieder drin. Wir testen das Ganze. 3, 2, 1, zack, hier bin ich wieder. Mitten in unserem Boot, wo wir die ganze Zeit uns hin und her geglitscht haben. Ein Glitch, der noch viel zu underrated ist, aber halt einfach ultra overpowered, meiner Meinung nach. In einer älteren Version von Minecraft, aber gar nicht mal so lange her, also in der 1.8.9, gibt es einen Bug, wo ich wirklich dachte, was ist das? Und zwar hat er mit einem Amboss zu tun. Und zwar genau mit der Seite eines Ambosses, denn wenn wir uns jetzt mal ein kleines Tor bauen, beispielsweise hier einfach mal so, und wir haben beispielsweise einmal die Ambosse, die jetzt hier so platziert sind, und dann eine Reihe, die so platziert ist, und dann wieder eine, die so platziert ist. Dann gibt es etwas ganz Komisches. Denn wenn man nämlich auf diese schmale Seite eines Ambosses guckt, ich weiß nicht, warum das so ist, und wir dann rückwärts oder zumindest so seitlich ein wenig durch diese andere schmale Seite des Ambosses gehen, dann gibt es hier keine Kollisionsbox, also keine Hitbox. Das heißt also, wir können einfach so hier durchgehen. Es ist super, super weird. Ich wusste es einfach nie und ich habe auch noch nie davon gehört, aber zurück, ihr seht, es funktioniert nicht und hier auch nicht. Also es hat wirklich dann nur was damit zu tun, wenn man so etwas hier von der Seite anguckt. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen, weil es geht ja auch nicht immer, wie ihr sehen könnt. Also es geht nicht immer, es geht nur manchmal. Und wie kann das sein? Weil es funktioniert ja alles. Ihr wisst es ja, die oberste Minecraft-Regel. Man kann von einer Blockanzahl, von einem Item, was auch immer, eigentlich nur 64 maximal stacken, wie wir es halt einfach kennen. Doch das stimmt nicht. Es gibt einen Bug, wie man tatsächlich mehr stacken kann. Und das einfach und ist, wie kann ich das nicht wissen? Ich weiß nicht. Entweder bin ich blöd oder ihr wusstet es auch nicht und es ist einfach untergegangen. Schreibt es mal in die Kommentare. Denn man kann nämlich einen richtig großen Stack damit machen. Und zwar nämlich, indem man einfach sich Glasbottles nimmt und dann praktisch hier drei rein platziert und diese restlichen einfach erstmal einzeln platziert. Und dann kann man shiften und alle zuordnen. Das funktioniert. Muss man zwar alles einzeln machen, aber es funktioniert. Es geht nicht, dass man alle gleichzeitig hinplatziert. Man muss das wirklich einzeln machen, ansonsten funktioniert das nicht. Also ordne ich hier erstmal 64 zu. Und das mache ich so lange, bis ich praktisch alle drei mit 64 voll gemacht habe. So, 64. Und jetzt passt mal auf, wir können nämlich jetzt hier diese 64 Bottles rausnehmen, hier hochmachen, dann haben wir 127 und hier haben wir 190. Wie komisch das allein aussieht, wir haben 190 Glasflaschen. Das einzige Problem ist, wir kriegen es so nicht ins Inventar.
aber wir haben für den Moment 190. Und allein diese Anzeige mal zu sehen, ist so komisch für mich, weil es sieht einfach aus, als würde das nicht mit rechten Gegen zugehen, aber es funktioniert. Probiert's mal aus. Jeder von uns kennt das Endportal. Okay. Und ich habe in dem letzten Video schon mal angeteasert, dass man das Ganze ein wenig tricken kann. Denn normalerweise, wenn man in das End geht, spawnt man auf einer Obsidian-Plattform, da wo man auf der Insel nachher den Enderdrachen bekämpfen soll. Doch man kann das Ganze super, super einfach umgehen. Einfach nur mit diesen beiden Sachen. Ein Pisten und irgendetwas, was den Pisten auslöst. Doch jetzt kommt nochmal eine Info dazu. Denn normalerweise ist es so, dass wenn man jetzt praktisch sich reinschickt, dass man dann im erweiterten End spawnt. Oh, hier unter muss noch ein Block, sorry. So, und meistens dort dann im Void endet. Das Ding ist jedoch, dass man tatsächlich die Koordinaten, die ich eben hatte, auch in diese Enddimension übertrage. Wenn ich also die Koordinaten habe von einer End-City, beispielsweise diese hier, die ich mir jetzt rausgesucht habe bei den Koordinaten 1050 und 70, und ich habe das Glück, dass wir bei der Koordinate beispielsweise 1070 unseren Stronghold habe, und ich simuliere jetzt hier einfach mal den Stronghold, der jetzt natürlich nicht hier ist, aber sollte es so sein, dann ist es tatsächlich so, wenn wir nochmal genau dieselbe Taktik machen, also praktisch uns hier reinschieben, mit unserem kleinen Trick beispielsweise, so, dann kommen wir tatsächlich genau bei dieser End-City raus, und das ist tatsächlich schon crazy, und auch das hat ewig gedauert, bis man so etwas herausgefunden hat. Bietet es sich also mal an, und ihr habt das Glück, dass ihr wirklich dort ein Endportal habt, dann könnt ihr somit eine Menge Zeit sparen. Ihr wolltet schon immer mal X-Ray benutzen, also ihr wisst schon, dass ihr halt Erze und beispielsweise Höhlen sehen könnt, aber das auf legalem Wege, das kriegen wir hin. Auf illegalen Wege bitte nicht machen. Und das ist alles, was wir brauchen, denn wir brauchen einfach nur Slabs, die wir um uns rum platzieren. Diesen hier, so, zack. Und nicht mal ein Quadrat kann ich bauen, so. Dann brauchen wir einmal eine Trapdoor, die es eben möglich macht, dass wir uns schön runterdrücken lassen können, so. Und einen Pisten, den wir auslösen können. Diesen hier. Und hier einfach einen Schalter ran. Denn wenn wir uns jetzt hier praktisch in diese Schwimmposition geben, also ich weiß nicht, ob man das irgendwie, ja, man konnte es gerade kurz sehen, hier so praktisch runterpressen, dann können wir diesen Schalter betätigen, so. Und werden dann hier reingedrückt und schon können wir tatsächlich auf legalen Wege sämtliche Höhlen einfach sehen mit Erzen und so weiter. Und je nachdem, wie groß eure Sichtweite auch ist, desto weiter könnt ihr natürlich auch gucken. Definitiv ein Weg, nochmal den einen oder anderen Vorteil zu erhuschen. Kurzer Spoiler-Alarm. Diesen Trick habe ich in einem der letzten Videos bereits schon gezeigt, aber für die Leute, die es nicht wissen, zeige ich es jetzt noch einmal. In Minecraft hatte die Möglichkeit, tatsächlich mit einem rechtsgeklickten Schild bzw. einem geblockten Schild in das Portal hineinzugehen und tatsächlich, während wir diesen Ladebalken bekommen, loszulassen und praktisch damit uns dennoch frei zu bewegen. Aber das Schild ist immer noch geblockt. Auch wenn es die Animation gerade nicht anzeigt, ist das Ganze trotzdem durchgehend geblockt. Hat man also das Schild in Offhand und hält es gedrückt, während man reingeht, dann kann man beschossen werden, obwohl das Ganze tatsächlich eigentlich gar nicht funktionieren sollte. Denn ich kann ja dennoch schlagen und trotzdem ist das Ganze geblockt. Also ist man offensiv stark und einfach in der Defensive nicht antastbar. Ich meine, guckt euch das Ganze mal an. Ich kann hier rumsprinten, als wäre nie was gewesen und alles blocken und tatsächlich so viel einfacher Bastionen looten, weil ich angreifen kann und nicht getroffen werden kann von irgendetwas. Also einen stärkeren Glitch gibt es doch gar nicht, oder was sagt ihr? Villager sind schon was Feines, aber man kann sie auch extrem doll trollen, indem man einfach eine kleine Box baut, die zwei Blöcke hoch ist. Einmal kommt ein Dispenser hin mit einem Schalter drauf und der Villager kommt hier rein. Nun können wir ihn anpassen, wie wir eben witzig sind, denn wir können uns jetzt aussuchen, was er genau aufsetzen soll und vor allen Dingen, wer das aufsetzen soll. Hier beispielsweise ein Carved Pumpkin oder beispielsweise hier einfach ein Creeper-Kopf. Ich meine, sogar ein Drachenkopf funktioniert. Guckt euch das mal an, wie bescheuert ist das bitte? Also jetzt habe ich wirklich vieles in Minecraft gesehen. Ist zwar ganz witzig, kann man vor allen Dingen mal machen zu Halloween beispielsweise mit den Kürbissen, finde ich das ganz cool. Ich meine, besser als wenn man deren Gesicht sehen muss. Ich meine, guckt euch mal an, die hübschesten sind sie jetzt nicht. Wolltet ihr schon mal einen Glitch haben für mehr Bone Meal? Gerade am Anfang ist das sehr interessant, wenn man keine Monsterfarm hat. Und es ist wirklich ein Trick. Wie kann dieser Trick an mir vorbeigehen, Leute? Das kann doch nicht wahr sein. Ihr wisst ja sicherlich, wenn man tatsächlich Gras oder ähnliches in einem Komposter reinplatziert, dass man auch nach einiger Zeit Bone Meal bekommen kann. Und mit Bone Meal kann man wiederum hier wieder Gras platzieren. Und dafür wird ja jedes Mal, und das zeige ich euch einfach mal im Survival-Modus, jedes Mal ein Bone Meal weggehen, wenn ich hier einfach raufklicke. Doch es gibt eine Sache. Wenn man jetzt auf einen einzelnen Grasblock, also diese Grasspäne hier raufgeht und rechtsklickt,
dann wird nicht immer ein Bone Meal aus dem Inventar gezogen. Und das können wir beispielsweise nutzen, denn so können wir tatsächlich hier mehr Gras rausnehmen, und zwar nämlich das hohe Gras, und damit wieder die Komposter befüllen. Und dementsprechend wieder neues Bone Meal bekommen. Es ist zwar ein Vorgang, der jetzt nicht unglaublich viel Bone Meal bringt, aber schon multipliziert und rausglitscht. Für den einen oder anderen von euch vielleicht nutzbar. Kommen wir mal zu einem Minecraft-Hack, der tatsächlich komplett Minecraft-Hardcore geprägt hat und tatsächlich essentiell wichtig ist, gerade für die ganzen Suchtis unter euch. Anders ist das nicht mehr vorstellbar. Und wie kann es anders sein? Natürlich ist dieser Glitch im Nether zu finden. Ich habe euch vor einigen Tagen einen Short hochgeladen, wie man an die Oberfläche kommen kann, indem man Sachen wegsprengt. Doch ich zeige euch nur den einfachsten Weg, an die Nether-Oberfläche zu kommen. Und ihr braucht dafür nichts sprengen, gar nichts. Ihr braucht dafür einfach nur eine Location. Ihr seht ja, dass man hier tatsächlich unterschiedlich hohe Bedrock-Anteile hat. Hier zum Beispiel kann man noch einen Block höher springen. Und das müssen wir suchen. Denn wenn wir genau darauf achten, gibt es hier oben nur noch die Blockhöhe 126, was bedeutet, dass da rüber halt nichts mehr kommt. Das heißt, hat man die Möglichkeit und hat eben das Glück, dass man hier tatsächlich bis zu dem Block zu der Höhe 125 kommt. Hier ist der Punkt, wo wir an die Oberfläche durchkommen. Und dann nehmen wir uns einfach nur Leitern und platzieren diese nach oben. Und dann einfach nur eine Enderperle und uns hier ranquetschen und diese werfen und schon sind wir oben. Das ist alles. Und von hier aus habt ihr ja kein Problem mehr, denn wir können ja dann einfach ein Portal zurückbauen, mit dem wir dann immer hier oben spawnen. Ein weiterer sehr einfacher Glitch ist wirklich für jeden von euch möglich, denn dafür müssen wir einfach nur Boot fahren und praktisch F5 drücken bzw. in diesen Außenmodus gehen, wo wir von hinten unseren Hinterkopf sehen und dann praktisch einfach nur die Kamera so richten, dass wir nicht ganz unter Wasser sind und auch nicht oberflächlich. Denn dann können wir tatsächlich ohne irgendwelche Störung in die Untergründe des Meeres gucken und tatsächlich ohne irgendwelche Störung alles sehen, was sich darunter befindet. Das ist gerade für mich zum Beispiel jetzt nicht so wichtig, weil ich gerade in einem Fluss unterwegs bin, aber bin ich jetzt allerdings beispielsweise im Ozean unterwegs, dann ist das natürlich wichtig, um da den ein oder anderen Loot aus dem Schiffswrack besser zu finden und vor allen Dingen auch Ruinen zu finden, in denen wir dann noch besseren Loot kriegen können. Also so entgeht dir wirklich gar nichts. Also definitiv ein Tipp, den ich euch mitgeben kann. Die nächste Sache ist tatsächlich eine der OP-sten Glitch-Farmen, die es gibt. Und ich denke mal, jeder von euch hat sie schon mal irgendwo gesehen. Alles, was wir dafür benötigen, ist ein Observer, einmal ein Block, ein Sticky Piston darf nicht fehlen, genauso wie ein paar Slime-Blöcke. Ganz wichtig, dann so ein Korallenblock, ein Schalter und vor allen Dingen dann noch einige Teppichfarben eurer Wahl. Am besten die, die ihr am meisten braucht. Ein Observer einfach zu uns gerichtet. So, naja, so. Ein Block hier, ein Piston, der zu uns zeigt. Ein paar Slimeblöcke oben drauf. Hier einfach unsere tote Koralle kommt hier vorne ran. Und dann platzieren wir einfach darauf die verschiedenen Teppiche, die wir eben haben wollen. Ich hätte gerne noch ein bisschen Gelb und ein bisschen Grün beispielsweise. So. Und jetzt einfach nur hier unseren kleinen Schalter hin. Einmal nach vorne. Und jetzt einmal nach vorne schieben und zurück. Und jetzt wird das Ganze die ganze Zeit dupliziert. Und das unendlich doll. Und das Beste an dieser Farm ist, ihr bekommt unglaublich schnell zwar eure Teppiche ran. Und jetzt kommt der eigentliche Faktor. Und zwar ist das nämlich eine unendliche Brandstoffquelle. Denn wir können damit Sachen braten oder schmelzen. Und das ist ja das Geile daran, dass das Ganze einfach so aus dem Nichts hergezaubert wird. Man unendlich Brennstoff für so wenig Aufwand bekommt. Und was Geileres gibt es doch nicht. Also in diesem Video verliere ich wirklich den Glauben an den Fakt, dass ich irgendwann mal was von Minecraft wusste. Wir haben gelernt, dass man tatsächlich, wenn man mit Bone Meal eine Pflanze hier bewächst, dass man tatsächlich drumherum auch nur die Pflanzen bekommt, die da wirklich wachsen würden. Beispielsweise hier würden jetzt nur, egal was ich machen würde, es würde nur eine gelbe kommen. Aber halt auch ganz viel Gras dazwischen, so wie man es halt eben kennt. Allerdings kann man das umgehen, I guess? Indem man einfach einen Block tiefer die Pflanze platziert und dann... also eigentlich sollte das funktionieren, wenn man hier praktisch einmal die Blume rein platziert und dann Bone Meal drauf, sollte eigentlich gehen. Aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Warum das Ganze so ist, kann ich euch leider nicht sagen, ne. Aber was ich euch sagen kann, ist tatsächlich, dass warum auch immer, wenn man halt hier zum Beispiel in einem Flower Forest sich diese größeren Blumen holt, die praktisch zwei Blöcke groß sind und dann einfach mal das Ganze bewechselt, dass man tatsächlich dann immer dieselbe Pflanze bekommt. Also das ist so der einfachste Weg, diese Pflanze immer wieder zu bekommen, anstatt jetzt einfach Bone Meal auf dem Boden zu platzieren. Das Ganze geht nicht nur bei diesen Blüten, sondern tatsächlich auch bei beispielsweise
Rosenbüschen. Das funktioniert hier. Und jetzt eine Frage, die ich mir selber stelle. Ist das Ganze bei Gras auch so? Nee, okay, bei Gras geht das nicht. Leider. Naja, schade. Die leeren Bücherregale wurden ja in Minecraft in der 1.20 hinzugefügt. Und mit ihnen gab es am Anfang einen sehr starken Bug, welcher es möglich machte, dass wenn ein leeres Bücherregal aufgefüllt worden ist mit eben den Büchern, dass man dann mit einem Buch seiner Wahl mit Rechtsklick tatsächlich das duplizieren konnte. Und das nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig, richtig. Doch das haben sie relativ schnell wieder rausgenommen, weil das war der krasseste Glitch, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Also gibt's den leider nicht mehr für uns. Schade auch. Aber ich glaube, dann hätte man auch gar kein Minecraft mehr spielen müssen, weil das wäre viel zu einfach. Auch wenn uns die gigantischen Höhlen im Minecraft mittlerweile einiges einfacher machen, gerade was das Farmen angeht, macht es manchmal dennoch Sinn, ein wenig zu strip-minen. Doch das Ganze ist manchmal einfach deutlich zu langsam. Also wie kann man auf natürlichem Wege, ohne irgendeinen Trick anzuwenden, das Ganze erhöhen? Jetzt kommt praktisch ein Trick tatsächlich, der stimmt, aber warum der stimmt, weiß ich jetzt auch nicht. Also es geht nämlich darum, dass wenn man nah dran steht und so die ganze Zeit strip-mined, länger braucht, um einen Block abzubauen, als wenn man auf der maximalen Reichweite ist. Warum jetzt genau das Ganze hier schneller abzubauen ist, als wenn ich hier vorne dran stehe, das kann ich euch nicht sagen, warum das Ganze so programmiert worden ist. Fakt ist bloß, dass es funktioniert. Und wenn man überlegt, dass man wirklich 500 Blöcke beispielsweise in eine Richtung graben möchte, dann lohnt sich das schon. Das waren 66 Hacks in Minecraft, die du nicht glauben wirst. Für einen weiteren Teil dieser Serie einfach ein Abo da lassen, ist für euch ein Klick und für mich eine große Unterstützung. Und schreibt mir den krassesten Glitch in die Kommentare, den ihr jemals genutzt habt. Bei mir war es der Duplikationsglitch auf der Minecraft Handy Edition. Ich bin gespannt, auf was für Sachen ihr schon gestoßen seid. Mein Name ist Flash und ich wünsche euch noch einen sehr angenehmen Tag.